Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Mein Name ist Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Heute habe ich für dich ein Unboxing von einer sehr speziellen Box und zwar ist es eine Zalando Beauty Box, a treat just for you. Und wenn du Bock drauf hast, mit mir zusammen reinzuschauen, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. Um Weihnachten herum hatte Zalando tatsächlich Beautyboxen und ab und an haben die auch mal solche Beauty-Sets. Das hier habe ich jetzt reduziert bekommen für 19,95 €, aber ich glaube, dass es ursprünglich um die 40 gekostet hat, aber ich weiß es gerade aus dem Stegreif nicht. Das hier ist jetzt die Männervariante. Es gab die Variante auch für Frauen, die war aber leider zu dem Zeitpunkt, wo ich die Box bestellt habe, ausverkauft und ja, optisch erinnert die natürlich an den Adventskalender, den wir auch dieses Jahr hatten. Sehr schlicht vom Design her, aber sehr schön. Und ja, ich wollte jetzt einfach mal mit euch zusammen reinschauen. Auch wenn man natürlich auf der Homepage den Inhalt sehen konnte, möchte ich jetzt einfach mit euch zusammen die Box mal auspacken. Einfach auch, um ein Stück weit darauf aufmerksam zu machen, dass es überhaupt Beautyboxen bei Zalando ab und an mal gibt. Fand ich das ganz interessant, ne? Deswegen habe ich jetzt mal den Deckel entfernt und hier haben wir dann auch den ersten Blick in die Box. Und wenn du neu auf diesem Kanal bist und durch dieses Video vielleicht auf mich aufmerksam geworden bist, auf diesem Kanal gibt es immer mal wieder Unboxings von Beautyboxen und Reviews, Aufgebraucht-Videos zur Adventskalenderzeit, super viele Adventskalender, Schminkvideos, alles was das Beauty-Herz begehrt, findet man quasi hier und meistens mit dabei ist Mr. Wow, mein kleiner Sammy, ein wundervoller Hund. Ja, genau, ich mache jetzt hier mal das Seidenpapier auf und dann sehen wir auch schon direkt die Produkte, die dann auch schon auf der Homepage angeteasert worden sind. Und da sehe ich schon das Erste, was ich echt interessant finde, denn sowas findet man ja eher weniger in Beautyboxen, aber ich feiere sowas. Und zwar haben wir hier, sind das Socken? Ich würde sagen, das sind Socken. Oder habe ich hier, sind doch Socken oder sind das Boxershorts? Nein, das sind doch Socken, oder? Premium Cotton Dress Socks, ja, da steht Socks, von Lyle & Scott. Ich muss ehrlich sagen, dass ich, ach, hier oben steht's, Größe 40 bis 46. Okay, das könnte dann sowohl meinem Freund als auch mir passen. Aber ich glaube, dass mein Freund die dann von mir bekommen wird. Socken sind ja nie weg, ne? Männer stehen auf sowas. Kann ich aus eigener Erfahrung sagen. Und das sind jetzt etwas dünnere Socken. Also jetzt nicht unbedingt Wintersocken. Aber ich finde die eigentlich ganz hübsch. Haben hier so ein Vögelchen mit drauf. Und sind jetzt hier in dunkelgrau, mittelgrau und hellgrau. Die irgendwie von innen? Ne, von innen haben die jetzt nichts Besonderes. Ja. Also ich könnte die safe tragen, ne? Ich habe ja Größe 41, mein Freund hat, was hat er, 44, 45? Weiß ich gerade nicht aus dem Stegreif. Ist auch gut, ne? 16 Jahre zusammen und man weiß nicht mal die Schuhgröße. Aber gut. Ja, das ist auf jeden Fall eine schöne Socke. Kann man sich eigentlich nicht beschweren. Achso, und das Vögelchen ist auch nur auf einer Seite, nicht auf beiden. Okay. Ist nie weg, sowas. Schon. Also drei Paar drin. Ich finde das klasse. Ja, das wirklich. Okay, dann kommen wir zu dem nächsten. Das finde ich interessant. Das ist Hair Soap. Contains Charcoal Foam. Also das ist quasi Aktivkohleschaum von Zoo4Men. Das ist 85 Milliliter. Eine Seife. Also ein festes Haarshampoo. Jetzt, hätte ich gesagt jetzt, ne? Ich glaube, das wäre gar nicht so verkehrt. Weil, wenn man jetzt so auf Reisen geht, das hatte ich letztens nämlich, als ich für meine Stiefschwester ein Weihnachtsgeschenk gemacht habe. Das ist so eine Lady, die super viel um die Welt reist. Und da kommt es ganz gut, wenn du feste Produkte hast und nicht immer diese flüssigen Sachen. Deswegen habe ich ihr zum Beispiel super viele feste Produkte mit eingepackt. Und ich glaube, sowas ist zum Beispiel für eine Geschäftsreise auch gar nicht so schlecht, ne? Riecht richtig gut. Also wirklich sehr männlich, leicht aquatisch herb. Mag ich gerne leiden. Ich weiß nicht, vielleicht kann ich meinen Freund dafür begeistern, mal so ein festes Haarprodukt auszuprobieren. Ansonsten finde ich dafür auf jeden Fall in der Familie auch einen Abnehmer, weil sowas super interessant ist, finde ich. Und hier steht auch irgendwas mit, hier, compliant with TSA regulations, siehst du? Das meine ich nämlich, da ist sie auf dem Flugzeug mit abgebildet. Das ist sehr, sehr praktisch, also so für geschäftsreisende Männer. Warum nicht? Cool. Vielleicht dann auch was für meinen Papa. Wobei der dieses Jahr in Rente geht, ne? Dann haben wir hier was von Rituals mit dabei. The Ritual of Samurai. 24 Stunden Antiperspirant Spray. Richtig geil. 200 Milliliter. Mein Freund fragt mich nämlich jedes Mal, und war ein Deo in der Box? Weil das ist das, worauf er immer sehr scharf ist. Und wenn das
Deo von Rituals ist. Oh, geil. Dann probiere ich das natürlich direkt mal aus, ne? Oh, riecht das gut. Oh, gleich mache ich hier die Tür auf und das riecht nach Männerumkleide, wenn ich hier rausgehe. Richtig cool. Nee, das freut mich, ne? Weil ich mag The Ritual of Samurai sehr gerne von der Reihe, von der Richtung her, von der Duftrichtung her. Und ja, mein Freund auch. Und das bekommt er dann. Und ein cooler Sprühstoß übrigens. Dann habe ich hier das nächste drin. Und zwar ist das von Durs of London. Eine Shave Cream. Und mein Freund rasiert sich jetzt auch vermehrt nass mit Rasurcreme und so weiter auch im Gesicht. Das ist cruelty free und vegan. Das ist auch cool. Und das ist eine ganze Tube, ne? Ja. Also wirklich sehr, sehr schöne Produkte hier drin. Ich habe auch öfters mal, dass ich hier auch die Black Box Men oder die Glossy Box Men vorstelle. Die hier ist jetzt nicht ganz so groß, ne? Und war ja dann auch in dem Sinne sogar teurer. Trotzdem sind da gute Produkte drin. Cut out the fluff Shave Cream, okay? Sehr interessant. 100 Milliliter sind hier drin. Und das ist einfach eine Tube. So was sieht auch sehr männlich, elegant, schick aus, ne? So. Schön. Alles immer so schwarz-weiß gehalten, ne? Das ist schon witzig. Oder halt blau, so wie bei Nivea Men. Hier haben wir eine Augencreme, Anti-Age Hyaluron Augencreme, finde ich sehr gut. 24 Stunden Feuchtigkeit, mildert Falten in der sensiblen Augenpartie, 15 Milliliter. Ich mag Augencremes und ich weiß nicht, ob mein Freund aktuell eine Augencreme in Anwendung hat. Da frage ich ihn doch mal, weil warum nicht, ne? Wir werden ja auch alle nicht jünger. Das ist eine Tube, das ist auch sehr praktisch. Er hatte jetzt öfters mal so einen Roller auch in der Hand gehabt, als ich so Boxen ausgepackt habe und fand die jetzt nicht so cool, aber vielleicht eine Creme. Warum nicht? Ne? Strahlende Augen. Fände ich cool. So, dann habe ich hier was von Clinique drin und zwar Clinique for Men. Ich finde es ehrlich gesagt cool, dass immer mehr von den Kosmetikfirmen auch darüber dazu übergehen, Männer reinzuentwickeln. Denn natürlich können Männer und Frauen die Produkte miteinander austauschen. Davon wird keinem das Gesicht oder ein Arm abfallen. Aber Männer haben doch eine etwas andere Haut als wir Frauen. Weil Männer haben eine dickere Lederhaut, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Dementsprechend brauchen die schon eine etwas andere Pflege. Zudem haben Männer ja auch meistens ja, etwas vergrößerte Poren. Und die haben meistens ja auch ein bisschen mehr Behaarung im Gesicht als Frauen, ne? Und dementsprechend brauchen die einfach speziellere, andere Pflege. So. Und deswegen finde ich das cool, wie gesagt, dass hier auch zum Beispiel Clinique ein Produkt für eine Männerreihe herausgebracht hat. Das ist jetzt ein Gesichtspeeling. 15 Milliliter. Ich persönlich verwende ja keine mechanischen Peelings mehr, weil ich eine super sensible Haut habe. Bei meinem Freund könnte es mit einem Schleifpapier drüber gehen und es würde ihn nicht jucken. Also, ne, so viel mal zu unterschiedlichen Hauttypen. Und ja, ab und an verwendet er auch mal ein Gesichtspeeling, weil es einfach, es tut auch gut. Gerade im Sommer mag er sowas eigentlich auch wohl ganz gerne. Und da der sehr pflegefaul ist, ist, glaube ich, so eine 15-Milliliter Geschichte eine ganz gute Größe für ihn. Also, da bin ich ja echt mal gespannt. Richtig praktisch finde ich, dass du hier auch eine Tube hast, die du nach unten hin so aufklappen kannst und so dann an das Produkt drankommst. So hast du nämlich nicht diese Deckelverlierungsproblematik. Das ist auch immer so ein Aspekt, ne? Es muss immer alles praktisch sein für Männer. Ich find's gut. Ich feiere das wirklich schon mal. So, doch, hier sind doch mehr Produkte drin, als ich eingangs dachte. Oh mein Gott, hier geht ja noch richtig viel weiter. Egal. Grown Alchemist, das ist eine Hydra Repair Day Cream. Grown Alchemist ist eine teure Marke. Die war auch schon mal in Frauenboxen mit drin, 65 Milliliter. Und das ist eine australische irgendwas. Toxic Free. Aha. Irgendwas mit Human Biology, Cellular Renewal, also das soll nähren, die Zellen regenerieren, ist irgendwie, hat was mit der menschlichen Biologie zu tun, wahrscheinlich irgendwie hauteigene Inhaltsstoffe oder sowas in der Art, ne? Und hier haben wir halt auch so eine Rausdrücktube, sehr, sehr praktisch und das ist eine Tagescreme. Jo, da kann man sich auf jeden Fall gönnen. Eine Tagescreme hatten wir auch noch nicht, oder? Nö, das ist jetzt hier wirklich so ein Rundum-Pflegeset, ne? Finde ich gut. Ne? Aber sowas wird mein Freund, glaube ich, nicht regelmäßig verwenden. Der hat immer so ein halbes Jahr lang eine Tagescreme bei sich stehen. Die wird dann immer nur im Notfall verwendet. Hier habe ich noch ein bisschen was für die Haare. Von Redken Bruce ist das.
Stand Tough Extreme Gel, 30 Milliliter Barba Essentials. Das kannst du für einen Bart verwenden, das kannst du aber auch für die Haare verwenden. Ja, auf dem Kopf hat mein Freund jetzt, glaube ich, huch, da ist aber ein Vieh runtergeflogen. Hat er, glaube ich, 4 oder 5 Millimeter. Und seinen Bart braucht er jetzt nicht irgendwie in Form zu stylen, weil der ist in einer ordentlichen Richtung, ne? Jo, das wird weiter wandern. Ist aber nicht schlimm, denn es kann natürlich auch sein, dass hier Produkte drin sind, die der Mann halt aufgrund der fehlenden Haare oder, ne, einfach nicht verwendet. Dann habe ich hier ein Duschgel drin. Das darf natürlich nicht fehlen, von Diesel Spirit the Brave. Ich glaube, das hattet ihr letztens schon mal angewendet. 50 Milliliter, sowas riecht auch immer schön herb, intensiv, männlich. Mein Freund präferiert halt eher diese waldigen Düfte und so. Ich kann leider nicht so gut riechen. Ich rieche da nicht so wirklich was raus, aber ich finde es auf jeden Fall schon mal ziemlich fancy mit dem Löwen drauf, ne? So, und dann fehlt natürlich noch eine Handcreme. Ich glaube, das müsste... Oh, guck mal, wir haben sogar einen Beipackzettel mit dabei, was drin ist. Das finde ich auch schön. Krüppelpapier in Orange, sehr hübsch. Okay, eine Handcreme von Aveda haben wir ja auch noch mit drin. Moisturizing Cream Intensively Moisturizes for Soft Supple Skin. Also das braucht... Das pflegt halt intensiv mit 40 Millilitern die Hände. Auch sowas ist etwas, was man sowohl als Mann als auch als Frau verwenden kann. Und das ist halt gerade dafür gemacht, für pflegebedürftige Hände. Und Männerhände sind ja normalerweise immer etwas unzarter als die von Frauen und Bedarf und Bedürfen, dementsprechend etwas mehr Pflege. Deswegen finde ich es auch gut, dass hier Handcreme mit drin ist. Und man kann eine Handcreme tatsächlich auch für die Füße verwenden. Es ist unglaublich, aber es ist so. Und deswegen kannst du die halt wirklich so ein bisschen, ne, für beides. Und das sind ja meistens so die Zonen, die bei Männern vielleicht ab und an mal so ein bisschen vernachlässigt werden. Genau. Und genau. Ich finde es gut. Ja. Also war eine schöne Box, kann man nicht anders sagen. Mir hat die wirklich gefallen, ne? Also den vollen Preis hätte ich dafür nicht bezahlt, muss ich gestehen. Also 40 Euro hätte ich gesagt, nee. Das ist mir zu teuer, auch wenn der Wert der Produkte höher ist, ne? Aber für 20 Euro kann man das auf jeden Fall sich mal anschauen. Ich verlinke euch das mal in der Infobox, falls die Box noch verfügbar sein sollte. Ansonsten hier die Info, Zalando hat Beauty Box. Ab und an mal. Oder Beauty Sets. Gönnt euch hart. Und wenn euch mein Video gefallen hat, dann lasst mir doch sehr, sehr gerne einen Daumen nach oben da. Würde ich mich mega drüber freuen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Lass es dir ganz einfach gut gehen. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Ich verlinke dir mal hier oben meine Playlist mit den ganzen Unboxings meiner Beautyboxen, hier unten meinen neuesten Upload, auf dieser Seite noch ein Video von mir und hier oben kannst du, wenn du möchtest und es vielleicht noch nicht getan hast, mich sehr, sehr gerne einmal kostenlos abonnieren. Ich würde mich echt von Herzen drüber freuen. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao!